Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe nämlich hier was bekommen, also kann ich ja nicht sehen, so. Ein Akku. So, machen wir mal, so können wir gleich wegmachen, die Pappe. Oh. Entschuldigung. Ach Gott, was ist hier los mit mir? So, machen wir mal die Plastiktüte auch weg. Und zwar X-Layer, ein 10.000 mAh Akku. Fünfmal mehr Smartphones. Oh, das kann ich nicht lesen, das glitzert zu sehr. Powerbank Plus. So, das sieht so aus. All-in-One PD, 18 Watt, 10.000, seht ihr das? Und den werden wir jetzt mal auspacken. Ihr werdet auch irgendwo Werbung sehen. Ich habe das zur Verfügung bekommen, dass ich euch das zeigen kann. Und es passt auch momentan richtig geil rein, weil der ist echt nicht schwer. Der ist schön leicht, 10.000 mAh. Den muss man jetzt nicht unbedingt nehmen, um ein Smartphone laden zu können. Man kann ja auch andere Sachen damit laden. Und der passt mir gerade echt klasse rein, weil ich habe so einen Flaschenwärmer gekauft. Den muss man auch mit USB an so einen Akku ranschließen oder an eine Steckdose oder einen USB-Auto-Adapter oder so. Aber da das ja in die Wickeltasche kommt und die ja meistens hinten liegt und bis nach vorne ziemlich weit ist, da kommt einfach der Akku mit in die Wickeltasche, da kommt der Flaschenwärmer mit ran und dann bleibt die Flasche warm. Weil der ist auch überhaupt nicht schwer. Ich habe auch noch andere, ich habe ja damals schon mal ein Video dazu gemacht, zu anderen Akkus von X-Layer. Und da ist der Inhaber ziemlich schwer. So. Ich packe euch mal nach unten, damit ihr das sehen könnt. So, wir haben jetzt hier rausgeholt und wir haben jetzt hier so ein Plaste und da ist dann der Akku drin. Und wir haben hier noch so einen schönen blauen USB-Kabel. Also normal USB zu, auch USB-C sogar. Ist ja geil. Das heißt, wir kriegen den Akku auch sehr schnell aufgeladen. Ach, ich versuche, mach den mal raus. So. Und hier haben wir dann das gute Stück. Das ist auch so überzogen mit Gummi. Achso, ja, ich wollte eigentlich, naja, mache ich Unboxing und Hardware eben. Gucken wir uns die Hardware gleich im Unboxing an, weil Groß-Unboxing ist ja da nicht. Hier steht auch nochmal X-Layer und 10.000 mAh. Seht ihr das? Ja. Und der ganze Akku ist so mit so einem Gummi überzogen. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt, dass das nicht nur so normale Plast ist. Wir haben dann hier an der Seite einmal ein USB. Den kann man hier von der Seite abmachen. Zack. Und kann dann laden. So, wartet. Machen wir wieder rein. Und wir haben hier USB-C. Seht ihr das? Dann. Und da machen wir dann halt den hier rein. So. Und können dann den ganzen Akku damit laden. Seht ihr das? Ja. Damit kommt da wieder Energie rein. Das Geilste ist jetzt für euch, für unterwegs. Ich versuche das schon die ganze Zeit zu verbergen, damit ihr das noch nicht gleich seht. Zack. Seht ihr das? Da sind drei USB-Kabel, die aus dem Akku rauskommen. Da haben wir einmal so einen für Apple. Ich muss mal machen, so dass ihr das vernünftig seht, dass das ranzoomt. Wartet mal. Da muss ich das mal so machen. Mal rauszoomen. So. Dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen. Ja, einmal für Apple. Ich drehe das mal um. Ich weiß jetzt nicht, wie dieser Anschluss heißt, weil ich mich mit Apple auch nicht so beschäftige. Dann ganz außen haben wir ein Mini-USB.
Oder Makro-USB. Und in der Mitte, wie soll es auch anders sein, ein USB-C. Seht ihr das? Ist jetzt für zum Beispiel mein Huawei P10. Kann ich da ran machen. Wartet. Und da seht ihr das, dass es ladet. Und wir haben auf der anderen Seite, ich lasse mal mein Handy dran runterhängen, oder geht das auch so? Ja, das geht auch so. Haben wir drei Lichter. Seht ihr das? Wartet, ich muss doch das Handy ranmachen, damit das anbleibt. So. So. Seht ihr die drei Lichter? Die zeigen euch den Akkustand, wie weit der Akku voll ist. Und wenn wir das jetzt abziehen, merkt der Akku sofort, ach, wir brauchen nichts, bumm, aus. Und hier haben wir auch auf jedem USB-Kabel so ein Stromzeichen. Und auf dem weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht hier nachgeguckt. Auf dem ist kein Stromzeichen. Also entweder, ich denke mal, ihr könnt den auch so laden mit dem. Da muss ich erstmal in der Anleitung nachgucken. Oder ich denke mal über USB-C. Und was haben wir hier? Da brauche ich meine Brille. Moment. So, habe mir meine Brille geholt. Und jetzt kann ich jetzt auch lesen, was hier steht. Modell 2144-59, Lithium Polymer, 37 Wh, 3,7 Watt, 10.000 mA. Ja. Und Option 1, USB-C, also das kann ich euch mal zeigen, das steht dann halt hier auf dem Akku direkt drauf. Seht ihr das? Option 1, USB-C, maximal 18 Watt. Oh, das kann ich echt, meine Augen sind selbst mit Brille nicht so gut. Option 2, USB-C-Kabel, USB 3, Lightning-Kabel, ach so, ein Lightning-Kabel heißt das von Apple. Micro-USB, Typ C-USB und also Input haben wir zwei. Einmal über USB-C, Maximum 18 Watt und USB-Kabel 5 Volt, 2,0 Ampere. Steht hier hinten da. Also wir haben zweimal die Möglichkeit, den zu laden. Entweder über USB-C oder über den USB-Kabel, der hier mit dran ist. Und der ganze Akku wiegt 263 Gramm wiegt der Ganze. Ich habe euch ja gesagt, ich habe mir die jetzt mal aus dem Schrank geholt. Ich hatte ja damals schon mal Videos gemacht zu Xlayer. Ich habe einmal so ihn. Der hat auch 10.000 mA. Also nicht wundern, ist offen, weil ist draußen. Da ist aber eine Bluetooth-Box mit bei und das ist meiner Frau zu schwer für die Tasche. Und die hat gesagt, die braucht keine Bluetooth-Box für unterwegs. Das ist halt, den hatte ich damals mal ein Video gemacht. So. Und hier sind die Knöpfe. Und hier oben seht ihr halt Bluetooth-Box. Und die wiegt 300 Gramm. Die kleine, also die große. So, und ihr habt dabei auch noch ein USB-C-Kabel zum Laden und so ein Klinkeanschluss. Ich werde euch alle drei Akkus mal verlinken. Der ist halt zum Anschließen vom Handy wegen Musik hören oder so. Und dann haben wir hier noch so einen dünnen. Der hat, nee Quatsch, der war 5000 mA, der hat hier 10.000. So, der hat 10.000, oder? Ja, 10.000. Der große hatte eben nur 5000. Das ist dieser hier. Der sieht auch ganz fresh aus. Den habe ich euch auch mal in einem Video vorgestellt. Der hat auch eine Taschenlampe hier vorne drin.
Den konnte ich euch aber nicht komplett vorstellen, weil der hat eine Wireless-Funktion. Also man kann, Induktionsladen. Man legt das Handy rauf und kann dann laden. Leider habe ich kein Handy, was das unterstützt. Also mein Huawei unterstützt diese Ladefunktion nicht. Und auch bei diesen ein USB halt auf der einen Seite und auf der anderen Seite USB-C. Also die gehen wirklich extrem schnell voll zu laden. Und wartet mal, guck mal, wo die Knöpfe. Hier haben wir denn den. Hier haben wir den Power. So, wartet mal, ich muss mal gucken, wie jetzt hier die Lampe wieder an war. Hier haben wir auch, aber hier haben wir 4 Punkte wegen Ladezustand. So, ist aus. So, da haben wir die Taschenlampe. Und gedrückt halten, haben wir aus. So, dann machen wir das mal wieder beiseite. Achso, da wollten wir auch noch mal gucken, was der wiegt. 256 Gramm. Also der wiegt etwas mehr, hat dann für mehr Möglichkeiten, also mehr Anschlussmöglichkeiten und ja, passt ganz gut. Wir haben hier auch eine An- und Aus-Funktion. Also hier, wartet mal, ich zeige euch das nochmal. Hier ist auch ein Knopf, den habe ich euch eben vergessen zu zeigen. Damit könnt ihr das anmachen, da. Und wenn ihr die drückt, haltet, passiert nichts. So. Achso, ja, hier ist ja gar keine Taschenlampe mit drin. Hier können wir ja gar nicht Taschenlampe anmachen, bin ich doof. Ja, und dann halt X-Layer und 10.000 mAh. Den werde ich jetzt testen. Den werde ich natürlich dann mitnehmen. Also am PC packen zum Laden. Wenn jetzt, also ich denke mal, der wird ewig halten für so einen Flaschenwärmer. Ich werde ihn aber erstmal jetzt eine Weile für das Handy testen. Den können wir gleich mal nutzen. Ich finde es halt gut, dass hier wirklich alles mit bei ist. So, wir können jetzt hier USB-C, USB-Mini, dann die Kabel sind auch lang genug, dass man das dann halt so ein bisschen nach unten macht und dann legt man das Handy einfach auf den Akku. Ja, und dann passt das schon. Oder ihr macht das halt verkehrt rum, macht so rum und legt das halt mit dem Bildschirm rauf auf den Akku. Da könnt ihr euch dann aussuchen, wie ihr das machen wollt. Ich hatte die anderen beiden hier schon getestet, ihr habt damals und war mit der Qualität, also erstmal auch, die sind alle auch so gummiummantelt, war mit der Qualität sehr, sehr zufrieden. Auch mit der Dauer, wie lange sie halten. Und die sind halt nicht so schwer wie, ich hatte noch so einen anderen Akku damals von so einem Billighersteller mir geholt, der ist aber so dick. Und wenn du unterwegs bist oder schnell mal eine Tasche, der ist nicht so schwer. Der dicke, den ich habe, der wiegt natürlich das Vierfache von dem locker. Und das ist für unterwegs halt schlecht. Und wenn ich beim Tätowierer bin oder so, den kleinen zack mit drin genommen und da hat man, kann man das Handy ein paar Mal mit aufladen und hat da seine Ruhe. Und jetzt halt der für die Wickeltasche. Und dann kann Frauchen auch ihr Handy laden, ich kann mein Handy laden. Also für unterwegs ist der halt natürlich viel, viel besser, meines Erachtens nach. Also weil es ist zwar auch gut, da kann man halt, wenn das Handy das unterstützt, draufpacken, fertig ist. Man hat eine Taschenlampe mit bei. Aber jetzt so multifunktionsmäßig würde ich den empfehlen. So rein jetzt vom ersten Mal, weil ihr könnt, Apple werde ich nicht nutzen, weil ich habe keine Apple-Geräte. Aber wenn ihr Apple-Geräte habt, ihr könnt Apple nutzen. Ihr habt ein USB-C, ihr habt ein Mini-USB. Also könnt alte Handys laden, neuere Handys laden mit USB-C. Der Akku geht schnell aufzuladen, weil ihr habt normalen USB und USB-C. Also könnt dann halt dementsprechend auch schnell aufladen. Ja, und seid damit eigentlich für jeden Zweck gewappnet. Ihr habt jetzt keinen separaten USB hier dran. Ich muss mal gucken bei der Wickeltasche, bei der Babyflasche, wie wir das machen. Ob der Kabel fest dran ist oder nicht. Wenn der fest dran ist, habe ich da ein Problem. Da muss ich gucken, wie ich das mache.
Aber so, für unterwegs, für jeden was mit bei. Weil ich, zum Beispiel, kann ich euch ja sagen, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, sie hat einen ganz kleinen Akku, damit kriegt sie ein bisschen was rein, in ihrer Handtasche, weil sie will halt nicht so schwer schleppen. Ist bei dieser Zwei-Raum-Wohnung, die sie mit rumschleppt, Schlüssel und was sie da alle drin hat, ob da so ein kleiner Akku drin ist, das macht nicht einen Kohl, nicht fett, da könnt ihr auch so ihn mit einem größeren mitnehmen, will sie aber nicht. Der ist, wie gesagt, ziemlich leicht. Also leicht im Vergleich zu größeren Akkus. Und ich kann mein USB-C-Handy mitladen, sie kann ihr Handy mitladen. Und wenn wir bei meiner Mutter sind, die hat dann halt auch den. Meine Tochter könnte ihr Handy, was sie demnächst kriegt, dann hier mit dem älteren laden. Also da ist wirklich für jeden was mit bei. Finde ich jetzt echt klasse. Aber sind sehr schnell aufzuladen. Kann ich euch nur empfehlen. So. Dann würde ich sagen, dann teste ich den jetzt erstmal und kann euch dann später nochmal mehr dazu sagen, wenn ich den jetzt eine Weile getestet habe, gucken, wie lange der braucht zum Laden und ob er, wie lange, wie oft ich mein Handy damit aufladen kann. Das muss man dann alles erstmal gucken. Ich würde mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ich packe euch die Links zu allen drei Akkus natürlich unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr mit egal welchen ihr nehmt, könnt ihr nichts falsch machen. Die X-Layer-Akkus, die haben wirklich eine super Qualität, super verarbeitet. Da könnt ihr wirklich nichts verkehrt machen. Ihr müsst halt nur gucken, wer für euch jetzt individuell der Beste ist. Ob er jetzt einen braucht, der drahtloses Laden unterstützt. Oder ob ihr einen braucht, ja, der halt gleichzeitig eine Bassbox drin, also eine Bluetooth-Box mit drin hat zum Musik hören. Also ihr könnt laden und Musik hören damit. Ja. Oder ob er einen braucht für unterwegs, der mehrere, ja, wo er keine Kabel mitschleppen müsst, hier ist alles dran, wo er gleich mehrere Sachen mitladen könnt. Wie gesagt, ihr habt jetzt aber keinen separaten USB-Anschluss. Also bei dem ist wirklich kein USB-Anschluss irgendwo vorhanden. Ihr könnt nur diese blauen nutzen, ja. Und bei den anderen habt ihr halt die Möglichkeit, zweimal USB anzuschließen. Nee, warte mal. Output, genau. Zweimal USB anzuschließen mit irgendeinem Kabel, was ihr braucht, Mini, Makro, USB-C. Hier habt ihr bei dem Drahtlosen habt ihr nur einen, seht ihr das? Nur einen USB, den ihr anschließen könnt. Ja. Also da müsst ihr dann für euch selber wissen, was für euch jetzt so besser ist. Dann würde ich mich jetzt hier auch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, a Däumchen wäre a Träumchen. Ich teste den jetzt und gebe dann in ein paar Wochen mein Statement dazu. Bis dahin haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin. So, noch ein kleiner Nachtrag habe ich euch ganz vergessen beim Unboxing zu zeigen. Also beim ist ja Unboxing Hardware in einem. Das war eigentlich das, was ich euch. Deswegen habe ich die anderen Akkus extra nochmal hergeholt. Ihr könnt die Verpackung auch so aufmachen, aufklappen wie ein Buch. Und dann seht ihr den Akku da drinnen. Jetzt ja nicht, weil er ausgepackt ist. Und da steht dann alles auch beschrieben. Also LED. Power on, Power off, USB-C in und out. iPhone, Fast Change. Oh. Meine Augen werden immer schlechter. USB-Input. Könnt ihr denn so sehen? Ich mal zeige euch das nochmal. Ach. Kamera stellt ewig nicht scharf. Da ist es halt alles super erklärt. Deswegen habe ich die anderen Akkus extra nochmal hergeholt. Ich habe die jetzt nochmal reingepackt, dass ich euch das zeigen kann. So. Und habe die extra nochmal eingepackt. Ich weiß auch nicht, das ist eine doofe Angewohnheit von mir, die Kartons aufzuheben. Flashlight, Power on, Power off, USB out, Lightning in. Also wir haben auch, also an dem ist so ein Lightning in Kabel. Wartet mal, wo waren das da? Könnt ihr das sehen? Lightning in. Und bei dem großen fetten, auch richtig cool gemacht. Da hat den Jalken verkehrt rum reingemacht, aber egal. Hier können wir das auch anklappen, so wie es aussieht. Ja, Mäusi ist doch gut. Ja, die kann man dann so hinstellen.
Habe ich ehrlich gesagt noch nie getestet, noch nie gemacht. Ich habe den immer so in der Tasche gehabt. Ja. Also wie gesagt, Qualität. Ihr seht, da ist kein Kratzer, kein gar nichts. Die Gummierung da drauf, die hält auch gut. Also in der ganzen Zeit, seit ich die Akkus benutze, ist da noch nie was von der Gummierung abgegangen, kaputt gegangen oder eingekratzt oder sonst irgendwas dergleichen. Und ich habe die immer im Rucksack oder in meiner Softshelljacke in der Seite irgendwo drin oder im Auto. Also da kann ich echt nicht meckern. Also Qualität wirklich erste Sahne. So, nichtsdestotrotz wartet jetzt wirklich. Däumchen wert, Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ahoi, sagt euer Odin.